Huja! 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 So, Runde Nummer 2 bei Zaya Billions. Tada! So, wer richtig gut ist heute, come on. Hat übrigens gemerkt bei meiner Musik, die ich so abspiele in den Pausen und zum Intro, dass ich da ein paar neue Sachen reingemischt habe. Ich habe ja tatsächlich erst, ich kam jetzt gestern und vorgestern erst da drauf, als ich mit ein paar Freunden im Garten war zum Grillen, bei einem Kumpel zum Grillen, da noch andere Freunde waren. Da hatte er mich an einen alten Song erinnert, den ich mal geschrieben habe. Coole Geschichte übrigens. Der Song, der wurde heute schon gespielt, ist einer der ersten Songs, zufälligerweise. Storch Stefan. Der Song ist damals entstanden, das war in der Ausbildung noch. Da war irgendwie das Thema gewesen, dass wir irgendwie, keine Ahnung, weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu kam. Jemals hatte er irgendwie dann, mein Kumpel und damaliger Ausbildungskollege, eben diesen Song geschrieben, Storch Stefan, mit so und so einem Text. Und das hat er für eine Präsentation eigentlich gemacht gehabt. Und wollte es halt vorstellen, so live mit Gitarre, so, keine Ahnung, ein bisschen was. Und das hatte ich aber gefunden, sein Liedsheet mit dem Text und der Gesangsmelodie mit Noten. Hat er wohl viel vergessen gehabt. Hab ich mal geschnappt, mit nach Hause genommen. Hab dann innerhalb eines Tages diesen Song komplett vermetallifiziert. Also das Grundgerüst, was da halt war. Rudimentär aufgenommen und auf meinen Kanal hochgeladen damals. Und dann am nächsten Tag war, oder war es ein Wochenende dazwischen? Ich weiß, entweder war es ein Wochenende oder gleich am nächsten Tag irgendwie. War es eine Präsentation. Und er hat das dann quasi vorgestellt. Das Lied dazu gesungen. Und ich meinte dann noch so, während er dann das präsentierte, habe ich so in unseren Gruppenchat reingeschrieben, den wir natürlich hatten, so bei Facebook noch. Ah, während des Vortrags habe ich das gemacht. Ganz schlimmer Finger bin ich. Habe ich reingeschrieben, ist ja komisch. Ich habe neulich erst einen ganz eigenen Song geschrieben, der genauso heißt, nur der Text ein bisschen düsterer, ein bisschen böser. Also war, seins war eher so ein Kinderlied und meins war halt dann mit diesen Gedärmen und Kinder essen und Menschen töten, keine Ahnung was. Der böse Storch Stefan. Eigentlich ein total cooler Song von der Idee, ja, wie ich es dann gemacht habe, so ein bisschen an Karl der Käfer angelehnt. Das arme Tier, was von Menschen vertrieben wird, das ich dann rächen will, das ist so der Grundgedanke dahinter. Aber natürlich ein bisschen lustig und übertrieben und keine Ahnung was. Hat dann gemeint, der Song, der ist voll ähnlich wie mein, das ist ja ganz merkwürdig. Und dann, das dann auch gesehen danach, geguckt, ist ja komisch. So ein Zufall, wie kann das denn sein? Ja, jemals hat mich das daran erinnert, dass ich ja noch andere Songs habe, außer meinen drei Alben. Und die habe ich mal einfach mit in die Playlist reingenommen. Das heißt, meine Playlist, die ich jetzt immer habe, ist jetzt tatsächlich mit meinen ursprünglichen drei Alben plus alle anderen Sachen, die ich so habe, 3,5 Stunden lang. Also, ich habe ja da erst 4 Songs von meiner Band Vicious Intentions drin, die jetzt aktuell soweit mehr oder weniger fertig gemacht haben. Plus 2, glaube ich, sind drin. Wir haben ja auch ein tierisches Album mit 10 Songs oder 11 Songs sogar. Oder 12, ich weiß gar nicht mehr genau. Haben wir theoretisch parat. Das heißt, das gehen wir auch nochmal dazu. Das wären dann letztendlich, wären das ungefähr 4 Stunden an reinen Musikstücken, die ich in meinem Leben soweit komponiert und fertiggestellt habe. Wobei noch 2-3 schlechtere Sachen von früher nicht dabei sind, weil die einfach nicht gut sind. Das war ausgenommen, aber so alle fertigen Sachen, die ich jemals habe, habe ich selbst nicht schlecht gestaunt. Quasi 4 Stunden zum Hören habe ich dann jetzt dabei, mega gut. Und einiges davon jetzt eben dazugekommen in meiner Playlist, deswegen gibt es ein paar neue Sachen. Und der Song von eben gerade zum Beispiel, The One That Hides Evil, im Titel, ist damals entstanden, als ich mit einem Schulkameraden für sein Hörspiel Star Wars Breaking Chains gearbeitet habe. Da haben wir ein bisschen was gemacht, gibt es auf meinem YouTube-Kanal auch. Ich habe auch einen eigenen YouTube-Kanal für Breaking Chains, aber da ist das Projekt da relativ schnell auf Eis gelegt worden und dann nicht groß fortgeführt, aber jeweils Hörspiel haben wir halt quasi produziert. Das war seine Idee, sein Drehbuch und so weiter. Ich habe das dann quasi bei mir aufgenommen und bearbeitet, hörspielmäßig und so weiter. War total cool. Nur leider halt dann irgendwann im Limbus verschwunden, das ganze Projekt, was sehr schade ist. Aber da er halt eben dieses Musikstück, das das Thema des Bösewichts des Ganzen sein soll. Ja, also ich habe auch offensichtlich dann Stücke, will ich damit sagen, die halt nicht rein Metal sind, sondern auch durchaus mal klassische Anleihen haben. So wie eben dieser zum Beispiel. Und ja, ich mag das sehr gerne. Hab auch schon lange darüber nachgedacht, diesen Song mal vielleicht doch in eine Metal-Fassung zu pressen, oder zumindest teilweise. Aber die Zeit muss dafür ja da sein und so weiter, ne? Das ist auch klar. So oder so, für die nächsten Male gibt es erstmal eine größere Auswahl bei mir an Musikstücken, dass da die jetzt inzwischen alle schon kennen, weil es ist ja nur eine überschaubare Zahl an Stücken gewesen natürlich bisher, dass man da jetzt noch ein bisschen mehr zu entdecken hat.
Wie ich schon mal gesagt habe. So. Und jetzt wieder zum Spielgeschehen. Ja, ist auch wichtig. So, noch mal ein bisschen Nahrung hinpflanzen und... Ah, Selbstverbot. Das geht dann noch. So. So weit, so gut. Wir haben noch 2 Tage, dann kommt die Welle. Bis dann sollte ich einigermaßen alles dicht kriegen hier. Ja, Kurin, ich habe mir ein ganzes Weihnachtsalbum gemacht. Das war generell mein erstes Album, was ich veröffentlicht habe. Happy Christmas. Da habe ich mich damals an der... Weiß gar nicht, kann man da noch Goth-Band zu sagen? Sorry, Sir. Kennt man vielleicht sogar den Namen, das ist ein bisschen bekannter. Blutengel. Was, Blutengel? Ich glaube, es war Blutengel. Nein, gar nicht wahr. Es war der Graf. Es war der Graf. Unheilig. Der war's. Der hat ein Weihnachtslied, dann ein Weihnachtsalbum gemacht, wo er dann die ganzen bekannten deutschen Weihnachtslieder auf bisschen düstere Musik gecovert hatte, aber mit dem Originaltext. Hatte mir mal was mein Vater geschenkt zu irgendeinem Weihnachten. Mit seinem neuen Laptop. Voll cool. Und da waren die Songs halt drauf gewesen. Und ich dachte mir so, ja, toll. Jetzt hat er die Weihnachtslieder genommen, mir auf Dunkel, Gothic, Pop, Rock irgendwie gemünzt, aber den Text beibehalten, was immer noch christlich irgendwie ist, das passt doch gar nicht zusammen. Vor allem, wenn er sich selbst unheilig nennt und dann was von Heiliger Nacht singt. Hab ich mir also zu damals schon gedacht, das muss man mal künftig anders machen und dann viele Jahre später habe ich es dann tatsächlich getan, ein paar Songs mir ausgepickt und umgetextet, Metal-Gewand drüber und fertig. Heavy Christmas. So war das. Vor ein paar Tagen hast du mal reingehört. Ja. Zu Ostern wahrscheinlich, da hört man das ja auch regelmäßig. Weihnachtslieder. Weil so kam damals Happy Christmas zustande. Und ich sehe schon, heute ist irgendwie so ein bisschen Broadcast für meine Alben, wie die zustande kommen, meine Songs, wie die zustande kommen. Könnte ich vielleicht mal generell auch mal anbrauben, sowas irgendwie. So einen generellen Stream, wo ich dann erkläre, wie was wo. Wäre vielleicht mal ganz neckisch. Aber ich glaube, dafür brauche ich eher noch ein breiteres Publikum, das da auch interessiert zuhört, sonst bringt das, glaube ich, nichts. Aber per se ist sowas auch mal eine Idee, die ich mal vor einer Weile schon hatte und das würde ich irgendwann mal ganz gerne umsetzen, tatsächlich. Aber wie gesagt, da brauche ich doch definitiv ein paar Leute, die auch wegen der Musik dann hier sind und das gerne mal hören, sonst wäre es Quatsch. Das war auch gerade Quatsch von mir, was ich gemacht habe. Das geht. Commander? Hinter die Mauer mit euch! Ja, ja. Das musstest du wohl tun, Kurin. Völlig richtig. Ja, ja. Der dunkelste Metal, den man sich vorstellen kann, der kommt nur von mir. Ja. So ist es. Naja. Also ganz ehrlich, ich mache ja Metal und so weiter, aber ich bin beim besten Willen nicht der mit dem schlimmsten und düstersten Metal, was ich jemals selbst gehört habe. Das ist natürlich auch klar. Erwähne ich bloß für die nicht so drin sind in der ganzen Sache. Ich mache immer noch aus Sicht von vielen bestimmt soften Metal. Weil es zum Teil sehr schwierig ist für mich persönlich zu beurteilen, was ist jetzt harter Metal, was nicht. Aber jetzt irgendwann, wer sagt, oh, das ist ein super harter Song, dieses Genre, bla, und ich höre mir das an, sag mir so, nee. Ich finde das noch viel härter, und dann meinen die aber nee. Bin mir nicht ganz sicher, warum man sowas dann definiert. Das ist so ein bisschen im eigenen Gusto irgendwie bei allen. Ein bisschen anders. Daher ist das auch sowieso so ein Ding. Und es gibt ja im Metal auch sehr viel elitäres Gehabe. Wie wahrscheinlich in jeder größeren Szene tatsächlich. So. Und da kann man eigentlich, ach naja, alles falsch machen, muss man mit solchen Themen anfängt. Also gar nicht erst dort anfangen eigentlich. So. Wie dem auch sei. Gutes Argument. Wenn du dir das anhören kannst, ist es wahrscheinlich eher soft. Ja, danke. Ja. Und ohne Witz, das ist ein Argument, das hat durchaus irgendwo Bestand, leider. Andererseits wiederum, ich mache ja auch Melodic Death Metal. Das ist zwar zum Teil hart, also ist ein härteres Genre natürlich, klar. Das kommt ja auch nicht auf die Drums, auch auf die Gitarren und so weiter. Hat aber eben noch im Namen enthalten melodische Einflüsse eine ganze Menge. Und ich finde, Musik braucht schon eine gewisse Melodie irgendwo. Und, naja, Melodic Death hat eine Menge Melodie. Osten. Osten? Da müssen ja von hier oben wahrscheinlich kommen. Über diesen Weg dann, okay. Und eine gewisse Melodie ist halt immer wichtig, wie gesagt.
Und dadurch wird es auch automatisch hörbarer für die meisten Leute. Meine, was ja die allermeisten am ehesten noch abschreckt bei Metal oder bei extremem Metal, ist ja der Gesang. Das gute Rad, das und so weiter und so fort. Ne? Die schönen Schreie. Und da muss ich mich damals auch reinhören. Ich habe damals in der Band Cradle oder Cradle of Filth angefangen. Das war so meine erste härtere Metal-Band. Die hat auch so die ganz extrem Gesang hat. Ob man die Band mag oder nicht, weil inzwischen ist sie auch, wie gesagt, das elitäre Tour in der Metal-Szene ist ganz schlimm. Bei vielen ist das die Band längst verkommen, weil kommerziell geworden und bla, ist gar kein Black Metal mehr und dies und das. Bla bla bla. Ich finde es immer noch geil, sowohl die alten Sachen als die neuen, wobei die neueren eher als die alten sogar, lustigerweise. Weil die halt melodischer sind. Aber irgendwas war das halt meine erste extreme Metal-Band mit so richtig fiesem Gesang. Da muss ich mir eine Weile reinhören. Ich habe es damals auch bloß getan, weil ich die Musik an sich halt geil fand. Und irgendwann macht es dann aber Klick und ich habe auch den Gesang geil gefunden. Das hat aber echt eine Weile gedauert und ich habe mir das auch wirklich antrainieren müssen in dem Sinne, dass man das gut findet. Und ein Stück weit auch, was man es versteht. Ich persönlich, ja, die kommen von da oben. Ich persönlich lege ja einen gewissen Wert darauf, dass Songs auch verständlich bleiben, trotz dieses Gutturalgesangs. Und das ist gar nicht so leicht. Also es ist wirklich schwer zum Teil das zu verstehen. Gilt mir selbst auch so, immer noch, nach diesen vielen Jahren. Aber meine eigenen Sachen verstehe ich, auch weil ich weiß, weil ich singe, natürlich, einigermaßen gut und versuche das dabei zu behalten. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was meins vielleicht ein bisschen zugänglicher macht als das meiste andere. Wenn man wirklich auch noch extrem singt und schwerer verstehen kann, ist es halt auch weniger zugänglich für den Durchschnittshörer sowieso. Ah, ach was, für meinen Mann ist das schon nichts, der mag lieber Rock und der kann auch hart. Ja gut, in dem Fall, das ist ja doch ein bisschen härter, wa? Siehste? Die Aussage finde ich schon passender für mich. Nehme ich so hin. Das war euch. Die Mauer hat da mal weg, das ist nicht so wichtig gerade. Ah, die Bank wollte ich Bank vergessen zu bauen. Egal! Aber ja, die kommt von oben. Die fangen wir locker ab hier. Do you need me? Den Soldaten, die wir haben und die paar Türmchen, das sollte kein Problem sein. Reporting for duty. Aber vielleicht dennoch einen zweiten von der Sorte. Wobei, ich glaube, da würde er gar nicht angreifen können, oder? Bestimmt bloß dahin wieder. Zack. Wir werden sehen, das sollte aber funktionieren mit zwei Türmen. Wobei auch der wahrscheinlich gar nicht viel zu tun haben wird, weil... Na, da kommen sie auch schon. Ja. Natürlich alle von dort. Oh ja, kommt mal mit rüber, bitte. Da wird der Rest angelockt vom Tower und so weiter und so fort. Ah, das haben wir locker. Ja, ist mir klar. Die greifen ja auch an, lass sie doch tun. Die wollen auch ihren Spaß, die Amtszombies. Haben wir sonst nichts im Leben. Sind ja tot und so. Das soll da schon noch groß kommen, nicht wahr? So, ich gleich baue noch ein, zwei Farmen nebenbei. Ach komm hier, volles Programm. Achso, ich hab nicht genug. Jetzt habe ich genug, toll. Danke. Na, so. Ich brauche nicht allzu viele Farmen, denn ich habe ja, wie wir wissen, inzwischen mein Wunder für ganz viel Nahrung. Muss es irgendwie mal wieder hinstellen. Siehste, mein Gesang kannst... Ach du Kacke, da ist der. Ach du Kacke, da ist er. Der Mutant. Scheiße. Aber er geht... Schneller down als gedacht. Und er macht den... Welle nicht so viel Schaden wie gedacht. Ah! Okay, cool. Der Titan ist down. Meine Angst vor dem ist sofort geschwunden. Krass, der war ja gar nicht so schwer. Kaputt wieder heilen. Egal, läuft. Gib Gummi, ja klar. Ach du Scheiße. Kommt die denn jetzt bitte her? Kommt die denn jetzt her? Die Welle kommt gar nicht von da. Ihr habt mich angelogen. Ihr habt mich angelogen. Ausweichen. Hinten anstellen. So eine Schweine aber auch. Schweine-Zombies hier. Egal. Wie gesagt, die Angst vor diesen bösen Titanen ist, Mutanten ist inzwischen sehr stark gesunken. Einfach so. Zack. Das ist schon gut. Das ist was wert. Ach, guck mal, sogar vier hier oben. Nicht bloß drei.
Geilo. Aber ja, jedenfalls, wenn du meine Texte verstehen kannst, ist das schon mal viel gewonnen. Weil, wie gesagt, ich versuche es halt, das möglichst verständlich zu machen. Aber ich habe meinen Gesang auch meistens oder oftmals, glaube ich, vergleichsweise relativ laut abgemischt im Vergleich zu anderen Metal-Bands. So im typischen Bereich. Entsprechend ist sie auch zwangsläufig ein bisschen besser hörbar, weil sie eben einfach lauter ist. Aber nicht nur das, glaube ich, ist der Punkt, sondern auch einfach, dass ich auch versuche, das so zu halten, letztendlich von Art und Weise her. So oder so, gut zu hören alles, freut mich. Das ist doch toll. Da-da-da-dam. So. Läuft gut die Karte, muss ich sagen. Da habe ich jetzt echt mit, also vor allem, kannst du mal wieder sagen. Understood. Vor allem mit den Mutanten habe ich damit deutlich mehr gerechnet. Aber scheint zu laufen. Und da jetzt da wieder alles heile ist, weg ist, kann ich hier was hinbauen. Any orders? Ihr könnt, ach, warte, ihr beide könnt gerne... Waiting on orders. Jägerin da, Jägerin, keine Ahnung, da, ist okay. Dann baue ich hier noch ein bisschen Mauern wieder davor. Sicher ist sicher. So. Läuft! Do you need me? Mitkommen. Brauchen nicht viele Leute, glaube ich. Hoffe ich, denke ich. Weiß ich nicht. Okay? Wird schon. Order, Sir. Ihr, Angriff. Breit gefächert, bitte. Erobert den Westen für mich. Kann ich nämlich auch alles dicht machen und mich nach links ausweiten. Ganz kurz gucken, was war. 2000 Bevölkerung. Ja gut, das kriegen wir locker hin. Das schaffen wir doch wohl. Und 70 Tage haben wir bloß. Das ist ja auch nicht... Das ist ja auch alles ideal. Das läuft. Das spielt uns in die Karten. Wunderbar. Bank jetzt aber endlich mal die Bank bauen. Wo ich das wieder vergesse und nie dazu komme. So, zwei neue Häuser dazu. Läuft. Kann ich inzwischen auch schon? Nein, kann ich noch nicht. Steinhäuser bauen, würde ich sagen. So, mal sehen. Was brauche ich das fürs erste Wunder? Da bin ich noch nicht so weit, das flüssig produzieren zu können. Vor allem das mit dem Stahl da, Eisen da oben, das ist schwierig. Reporting for duty. Waiting on orders. Okay. Great idea. Sir. Come on. Geht ganz gut. Ginge besser. Da oben hält das auch aus, aber es ist okay. Das ist okay soweit. Lockt die ruhig alle an. Du schön weiter produzieren, ne? Gott. Ah, läuft doch. Der jetzt hier. Achso, von hier wahrscheinlich, ne? Wo ist der lang gelaufen? Ist das so riesige Bogen machen? Ich bin kurz darauf acht, wo der lang läuft. Nee, läuft oben lang, okay. Ja. Diese Clownshäuser immer, ne? Oh, ganz außen, ja, ja, ja. Gut, ist okay. Ich könnte euch nochmal eine neue Kaserne hier vorne hinbauen, das wäre nicht verkehrt. Ist ja klar. Machen wir locker. Und jetzt sehen wir uns ein bisschen weiter, ob wir noch Schönes bauen können. Lager haben wir da, Lager haben wir hier noch nicht. Wäre aber auch wünschenswert, also packen wir uns das dahin. Ja, alles schön hier mit dem Radius drin, sehr gut. Ja, top. Besser geht's, glaube ich, an der Stelle nicht. Alles eigentlich nahtlos mit Lagern verbunden. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir außerordentlich gut. So, jetzt Steinhäuser aber, liebe Leute. Ich habe sie jetzt inzwischen. Fischerei erforschen. All die schönen Dinge im Leben. Ich will sie jetzt haben. Jetzt sofort. Läuft. Also ich glaube, die Karte ist jetzt soweit sicher. Das ist jetzt schon check. Ich bin hier im Prinzip generell jetzt sicher für alles. Ich habe wenig Angriffsfläche. Das ist quasi schon gewonnen. Da dürfte jetzt schon nichts passieren mehr. Es sei denn, es kommen doch noch spontan riesige Mutanten in den Wellen dazu. Aber selbst das kann ich auf dem Markt ganz gut abfangen. Selbst mit nur Holzwellen. Ich meine, es waren Holzwellen. Ich kann auch Steinwelle bauen. Die haben noch dazu versteckte Leben. Fühle mich gerade ja wieder fast zu sicher. Was auch nicht immer gut ist. Vor allem bei mir. Ihr wisst ja, dass Sephirovs große Schwachstelle ist seine Überheblichkeit. Sowohl die vom guten Spiele-Ich, als auch die von mir im echten Leben. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Das ist ein gutes, weiß ich nicht, aber ich tue es. So, Haus ist kaputt. Läuft absolut gut hier. Das gefällt, das gefällt, das gefällt. Ein bisschen ausbreiten hier, wenn wir schon dabei sind. Oh, geht's auf dem Markt tatsächlich auch wieder. Ach, krass. Guck mal, dann muss ich hier nur sauber machen.
Dann ist bloß hier der Angriffspunkt für die Gegner. Super. Kann ich das ja auch einreißen jetzt. Zack. Zack. Ja, ja. Liebe Jägerin, du darfst aber... Ich gerne dem hier anschließen einfach. Ja, danke. Feuer. Ah, super, mega. Super. Mist. Okay. Da wird ein Zulauf sein. Okay. Da ist ein Zulauf. Da sieht man es, Kartengrenze. Ja, gern geschenkt, Kurin. Ja, ich... Naja, überheblich ist übertrieben. Ne? Eigentlich stimmt das ja auch nicht. Aber ich habe Schwein gehabt. Die hätten auch von hier kommen können, im Süden, die erste Welle. Da wäre ich, schon... Hätte schon eher ein Problem gehabt. Aber ging alles. Positionieren und feuern! So, alles abdecken. So, muss ich auch dicht machen. Naja gut, da haben wir zumindest eine klare Grenze, ist ja in Ordnung. Da kenne ich Schlimmeres. Steinhäuser, bitte! Stein alle. Kommt mir bekannt vor, Déjà-vu. Mein Stein ist immer alle. Ich habe ja neue Steinvorrichtungen vorkommen gefunden. Also. Ein bisschen Mächte bin auch ganz gut. Lass sie uns doch einfach mal nutzen. Und wenn ich schon mal dabei bin. Farmen brauche ich hier keinen. Aber ein Fischer wäre ganz gut. Ja. Passt noch einer hin? Ja. Sehr geil. Einer passt noch. Supi. Das lob ich mir. Dann am besten noch gleich ein Lager. Brauche ich Steine. Die kaufe ich mir fix ein. Ich habe ja Unmengen an Geld. Mist. Ich meine, das ist nicht so relevant. So schlimm, aber... Was soll's. Dann ist halt der eine Fischer nicht mit drin. Damit kann ich leben. Zack. Sonst läuft ja alles soweit sehr gut hier. Oh, ist sehr schön. Aber wenn man so einen sauberen Start hat, so eine saubere, sichere Basis in dem Spiel, dann macht es wirklich Spaß auch. Dann ist man halt auf Nummer sicher und kann ein bisschen machen, was man will, ne? Zack. Auftrag. Braucht 3000 für die Gießerei, ne? Genau. Und ein bisschen mehr Energie wäre ganz nett. Aber ich glaube, ich kann langsam drüber nachdenken, mir den Blitzturm zu holen. Auch im Sinne von des weiteren Ausbauens, weil ich ein bisschen Testerspulen spare. Auf lange Sicht. Building completed. Ich brauche ja nicht so viel. Meine Lager halten zumindest mehr aus als das. Das ist soweit völlig in Ordnung. Und Öl habe ich noch nicht ganz, aber auch fast genug dafür. Doch, ich kann mir es auf die Fahne schreiben, jetzt darauf mal zu sparen. Okay, im Ernst. Nicht überheblich, ja, von dir überzeugt. Das ist auch okay. Na gut. Lassen wir es mal so stehen. Da würde ich ungern wieder Schub reinlegen wollen. So. Und ja, ein Stück weit bin ich überzeugt über meine Fähigkeiten, das ist durchaus richtig. Und das Paradoxe, auf der anderen Seite bin ich wieder, habe ich ja mal sehr starke Selbstzweifel bei vielen Dingen. Hast du ja Kuhin auch schon mal mitbekommen wahrscheinlich, ne? Ich meine, wenn ich immer sage, hey, dies und das und keine Ahnung was, läuft nicht so und auch Pfandpirat ist da. Da habe ich ja auch so Zweifel immer. Trotz meines eigentlichen doch, ich habe ein gefestigtes und starkes Ego, doch würde ich behaupten. Und keine Ahnung was, aber ich habe auch dann doch relativ schnell Frustration, wenn ich merke, es geht doch nicht so, wie es für meinen Geschmack, für das, was ich so leiste, wie es da zurückkommen sollte. Muss ich ehrlich sagen, das ist auch so eine ich weiß ja, man es Charakterschwäche nennen kann, aber ich zumindest eine Sache, an der ich ganz gerne arbeiten würde, die ich selbst nicht so optimal finde an mir. Aber gut, ich meine, sehr langweilig, wenn man sich nicht verbessern wollen würde und auch kein Verbesserungspotenzial sieht in sich selber. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Stagnation in der eigenen Entwicklung oder in der, wie man es global sagen will, in der Entwicklung der Menschen. Das bringt ja keinen voran. Logischerweise. Das heißt ja auch Stagnation. Daher denke ich, ist das auch der richtige Ansatz, sich zu hinterfragen. Man muss ja vielleicht nicht so super kritisch sein, wie ich es manchmal bin mit mir selber. Aber hinterfragen sollte man sich schon immer noch irgendwo. Gehört dazu. Gehört dazu. Wer es nicht kann und nicht will, naja. Auch nicht so optimal dann. Commander? Alright. Sieht auch sehr gut aus hier. Alles sehr eng.
wenig Durchlauffähigkeit für die Gegner. Attention. Technology research orders, sieht alles sehr gut aus. Hier ist ja auch viel Wald wieder. Toll. Ich kann hier megamäßig viel bauen. Ich liebe es. Das wird so super. Übrigens für Randinformationen. Aber ich lese mal vor, was Kurin schreibt. Ja, das erwarte ich manchmal auch. Da kommst du manchmal, da kommst du mir manchmal vor wie meine Wenigkeit. Ja, dann meckert Schattig auch mit dir, siehst du? Aber das habe ich ja auch gerade erst gemerkt. War das heute, ja, ne? Mit deinem Tweet? Oder war es gestern Abend? Aber ich habe heute geantwortet, glaube ich. Mit deinem Durchschnitt. Du weißt, was ich meine. Von wegen Durchschnitt sein und so weiter. Ich glaube, das war ja auch so ein Symptom dessen letztendlich. The walls are under attack. Was? Commander? Soldaten. Ja, Patrouille anordnen hier unten, das ist ja vielleicht sinnvoller. So. Aber ja, man muss auch lernen, irgendwie als Mensch, trotz des Hinterfragens, auch die Fähigkeit, die man selbst hat, man muss ja die Stärken und Schwächen kennen von einem selbst und ordentlich reflektieren können. Nur so das Gesamtpaket komplett letztendlich, ne? Ist ja ein Geben und ein Nehmen. Man ist ja nicht nur schlecht oder nur gut in Sachen. Geht eigentlich jedem so. Ich habe noch keinen getroffen, wo es anders war. Nicht mal meine Wenigkeit. Das war nicht ganz objektiv und neutral, ohne mich ja selbst irgendwie die Pfanne hauen zu wollen mit irgendwas. Keiner ist in allem perfekt. Nicht mal die Borg. Nicht mal die Borg. Und das soll was heißen. Denn die streben ja mehr als alle anderen nach Perfektion. Oh. Ja, ja. Und das muss man sich halt immer, das muss man sich im Klaren haben, das Ganze. Was wollte ich gerade machen? Wollte ich was Spezielles bauen? Also außerdem Blitzturm wohlgemerkt. Ja, das hier aber. Hier war so. Ja, natürlich, jetzt weiß ich wieder. Die Gießerei. Wollte ich ja. Ach, Steine. Reicht nicht ganz aus gerade. Dann bauen wir auf dem Weg da hinten nur noch ein bisschen was von der Sorte hier. Warte, der reicht bis da. Toll. Also erstmal kein extra Bonus. Macht nicht so schlimm. Um uns später ran. 4, 4, 4, 5. Ja, dann machen wir das so. Und dann noch ein Lager, wenn die Steine da sind. Ich hole sie mir eben ran. Da bereits dann doch noch. Der ist bis da. Geht es unter den, machen wir den also genau da. Wobei ich. Wäre schon schön, das hier auch drin zu haben, ne? Ich bin überrascht, dass es geht und sich nicht beißt. Achso, jetzt wenn sich selbst die Gebäude überlappt mit dem Radius, okay. Dann baue ich den tatsächlich nämlich hier hin, damit ich auch beim Wald da alles schon mal drin habe. So. Läuft. Das dürfte passen. Attention. Building completed. Any orders? So. Reporting for duty. Schön, wenn so ein System funktioniert hier. Ich glaube, ich kann auch anfangen, jetzt ein paar nach hier drüben zu schicken, weil die Armee eigentlich recht groß ist. Building completed. Weil nein, ich nehme ein paar für das hier. Ist ja noch eine Grenze, die ich beschützen muss. Gut, 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 gut. Da ist ein bisschen meine Eisenvorräte. 5 passt. 7 passt. 7 passt. Da! Ah, mega! Das wird ein super Income geben. Und die Steine fehlen schon wieder, aber die will ich auch gleich am besten verstärkt haben. Ist mir jetzt ein bisschen Geld wert, was ich eigentlich gar nicht ausgeben wollte dafür. Ne, da. Ja, ist ja alles drin. Das passt. Da noch ein paar Wischer mit drin, das ist auch super. Geht sich eigentlich wunderbar aus hier. Schön, schön, schön. Ja, da kommen sie auch schon, siehst du? Ah ja, klar. Was, gab es einen Steam-Alert oder sowas? Klingt ja komisch. Dahin. Aber jetzt trotzdem eher so in die Richtung, bitte. Weitermachen. Als würde links neben mir stehen. Was soll denn das? Geh weg, Zombie. Aus seinem Kopf. So. Viele. Haus zerstört. Juhu. Gratis Ressourcen zum Einsammeln. Fürs Protokoll. Weil ich gerade sehe, das ist schon wieder halb. Also, wir haben noch eine knappe halbe Stunde zu spielen heute. Wenn ich heute fertig bin mit dem Ganzen hier, werde ich mich wieder. Oh,
Ah, super. Ah ja, toll. Ja, mega gut. Das gefällt mir doch wieder mal. Das ist super. Krass, krass, krass. Ach, nö, ehrlich. Na, egal. Achso, nee, wegen Zombies. Oh, nee, das ist nicht. Alles gut, alles gut. Das schon, ich komme da nicht ran, aber es liegt bloß an Zombies, die da sind. Ich habe den Bereich aber ausgebaut soweit. Kann hier dicht machen. Ja, läuft. Alles gut. Du nicht. Und ihr wisst Bescheid. Patrouille. Toll. Gesichert. Oi. Ist hier bloß ein Haus und sonst gar nichts mehr? Ist hier auch eine Ecke? Mega. Mega. Oh, das ist ja... Kann ich das ja auch wegziehen alles? Oh, ein Harpie. Da war eine Harpie. Tatsache, hier ist... Oh, super. Das spielt mir ja super mäßig. Absolut die Hände. Das ist ja wahnsinnig gut. Mega Karte. Es sah so schwierig aus. Es wird immer leichter. Ja, ich habe auch Kopfhörer. eben, ne? Krass. Das Geräusch gerade war relativ untypisch für das Spiel. Das hat mich auch einfach überrascht. Faszinierend. Sehr interaktiv. Ist ja auch wieder cool irgendwo. Mega. Das ist ja eine super geile Karte. Es wird immer besser, umso weiter ich komme. Ich habe zwar nicht wirklich Platz, um noch eine Stadt zu bauen. Das muss ich wohl hier in die Mitte mal reinquetschen. Dann muss der hier weg. Das ist mein bester Anlaufpunkt gerade. Aber sonst ist das doch super gerade. Krass, krass, krass. Was ich eigentlich sagen wollte und wieder mal von abgekommen bin, ich weiß gar nicht, wie sowas dann mal passiert bei mir. Ich habe da sowas an mir, das ist immer... Ich weiß auch nicht. Reporting for duty. Viel mehr Steine noch, diese Steine. Aber ich habe doch schon ganz viele da unten. Jedenfalls, nach Ende des Streams heute werde ich mit Samira und Funpirat wieder mal eine Runde 7 Days to Die spielen. Vielleicht noch für weitere 2 Stunden ungefähr. Kurin, keine Angst. Ich erwarte beim besten Weg, dass du dabei bist. Ich will es nur mal sagen, weil wir haben es ja vor. Und generell ist aktuell auch der Plan, dass wir dann erstmal zusammen eine ganz neue Karte anfangen. Also ich spiele euch sowas zu viert dann, nicht zu dritt bloß. Dass wir eine ganz neue Karte anfangen. Und diese Karte dann immer bloß zusammenspielen. Das heißt, Samira hat ja aktuell noch eine Karte mit Funpirat und mir, wobei die beiden zusammen das sehr oft spielen. Und ich ja nur manchmal dabei bin. Und dann wollen wir eine machen, wo wir komplett nur zusammenspielen. Und die andere Karte bleibt aber nebenbei noch erhalten für andere Spieler, was ich aber nicht kann. Also das wäre quasi einen kompletten eigenen Start haben, eigenen Server, eigenes Spiel. Und da ein bisschen 7 Days to Die draufballern. Als hätte man nicht schon sonst genug Sachen, die man hier raushaut. Aber was soll's, komm. The more the merrier, sagt man ja im Englischen. Ja, Kurin, alles gut. Koch erstmal. Ist ja auch schon ganz schön spät, dass du jetzt erst noch kochst. Mach das, alles kein Ding. Habe ich volles Verständnis für. Willst du ja nur generell gesagt haben, bevor sich jemand wundert oder keine Ahnung was. Ist halt jetzt der Plan. Warte kurz. Gießerei wollte ich auch noch bauen, richtig? Richtig. Setzt mir doch hier oben. Na, sagst du so. Ach, kann ich auch hier hinsetzen eigentlich notfalls, oder? Ist ja kein Ding, komm. Man muss dahin. Das wird hier noch dahin ausgebaut. Immer so spät, okay. Faszinierend. Ich meine, ich esse halt, will ich sagen, früh. Ich bin ja, meine Arbeitszeiten sind ja auch immer so, dass ich meistens über Mittag dann auf Arbeit bin und dann erst 16, 17 Uhr zu Hause bin und dann esse ich erst. Ist auch relativ spät, aber auch nicht so spät. Naja. Aber jeder halt so, wie er es braucht, wie es in den Rhythmus reinpasst und so weiter, ist ja klar. Ist ja völlig legitim und in Ordnung. So, ein bisschen merkwürdig hier, was die Zone macht. Ist egal, ich mach's trotzdem, denke ich, oder? Chimera-Radius? Nee, ne? Wo kann ich mir jetzt mal Häuser anbauen? Ich glaube, am ehesten so. Ja, machen wir es dahin. Und da steht die zweite Siedlung. Weiter bauen wir so oder so. Jetzt werden wir nicht um unsere gewünschte Bevölkerungszahl kommen. Lass da einen Durchgang, oder? Oder lass ein bisschen gleich da einen Durchgang. Wo sowieso die Tesla-Spule steht. Das sieht ein bisschen hübscher aus, denke ich. Und ist auch vielleicht ein bisschen sinnvoller logistisch. Also, hier jetzt. Genau. Jenova, Mensch, dass du dich wieder mal meldest. Aber kein Wunder, ich habe Jenova, meinen Chatmaster, jetzt doch
deutlich eingeschränkt in der Frequenz, in der sie postet. Also, da könnt ihr auch mal gerne Feedback geben, ob ihr euch das, ob das gut so ist mit der Frequenz von Genova, ob ihr da mehr haben wollt oder weniger, je nachdem. Das ist für mich immer halbwegs schwierig einzuschätzen, als jemand, der halt bloß spielt gerade, den Chat nicht so supermäßig im Auge hat. Supermäßig ist ein richtiges Wort, ja. Kannst du nachschlagen, im Duden oder so. Musst du nicht, aber kannst du. Ja, richtig, da ein bisschen nervig eben drum, deswegen habe ich es ein bisschen reduziert. Aber wir haben ja dann sehr stark an den Stellschrauben beim Bot geschraubt. Ich habe das Ding, ich überreagiere dann. Wenn irgendwas nicht läuft, dann gehe ich nicht ein Dezibel nach unten, sondern 20 Dezibel nach unten. So, also Lautstärke-Technik, weil jetzt bei der Musikproduktion ist das ja bei mir ganz ähnlich. Eigentlich ein typischer Fehler, aber so läuft es bei mir ganz oft. Deswegen kann es sein, dass ich zu übertrieben habe bei der ganzen Sache, um es halt sofort im Griff zu kriegen. Und deswegen, wie gesagt, wenn ihr da im Chat das Gefühl habt, das kann hier und da noch ein bisschen gefeintuned werden bei meinem Chatmaster, dann gerne Bescheid geben, dann regeln wir das bei gegebener Zeit. Warte kurz. Ich würde sagen, ich baue das hier hin, dann baue ich hier nachher mein Mega-Aquädukt hin. Ein Wunder für Nahrung. Und dann kommt der Blitzturm. Ah, der muss ja sinnvollerweise hier oben hingebaut werden, der Blitzturm, damit er noch was hat von der Reichweite. Weil hier habe ich jetzt inzwischen alles. Wo ich baue ihn hier hin und hab dann. Ich weiß auch nicht genau. Ein bisschen öfter darf er ruhig, okay. Zumal Jeno war ja auch, ich glaube, inzwischen drei verschiedene Befehle mit Timer hat, die sie reinblenden soll. Kommt vielleicht auch ein bisschen zu kurz, Mann. Ich weiß ja nicht genau. Ich meine, klar, die Chatter von euch, die öfter dabei sind, die kennen die Befehle sowieso irgendwann. Aber vor allem für Neulinge natürlich, die halt nichts kennen, ist es vielleicht schon ein bisschen relevanter, dass man das öfter mal oder generell mal sehen kann und weiß, was hier möglich ist im Chat. Ist ja noch nicht so viel, aber es ist auch nicht nichts, daher schaden kann es bestimmt auch irgendwo nicht. Ich brauche mal einen Soldaten oder so. Komm mal her. Ach du. Nee, alles gut, ich habe ja gut Leute hier vorne dran. 41 sind das, das reicht. Das reicht. Piu, 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 piu. Das ist hier so ein Clownshaus irgendwo. Ich weiß es ganz genau. So, erkundet. Und wo bauen wir es hin, den Sägemühlen-Typi? 19 da. 16 hier und dann nochmal. Ist nicht die Welt, aber es sind auch nochmal 8. Nee, das haben die im Griff. Nichts mit Danger. Auf Position halten klicken hier. So. Oh, mein Dingens ist fertig. Holen wir erst eine Farm oder holen wir erst einen Steinbruch? Ich glaube, eine Farm. Nee, ich glaube, einen Stein. Und den Turm will ich noch haben. Die ist ja ganz wichtig. Habe jetzt aber auch gerade schon eine ganze Menge Geld, sehe ich. Also alles an Ressourcen. Ich könnte mir den schon fast holen. Ich brauche nur Steine und noch ein bisschen mehr Geld. Kriegen wir hin. Zumal das Geld, das durch die Zombie-Kills auch dazukommt, gerade wunderbar. Der Train gibt was mit. Läuft doch. Da hätte man eigentlich vielleicht nochmal eine zweite Kaserne. Jetzt, wo ich die eine abgerissen habe. Wäre ganz sinnvoll. Das kann auch alles weg jetzt hier. Sicher? Oh, Titan! Mutant und der ist gestorben. Krass, wie einfach der down geht. Also wenn ich einen Mutanten habe, ist der aber sowas von unkaputtbar. Aber gut, ich meine, ich habe auch Zombies als Gegner, keine Soldaten dann. Die sind auch durch meine Soldaten zerstörbar. Also das ist ja deutlich weniger Katastrophe, als ich dachte. Zumal ja auch der Schwarm, den ich hier noch besiegen muss, um weiterzukommen, auch durch Mutanten beherrscht wird. Auch da muss ich dann weniger Panik schieben, wie es aussieht. Das ist doch super. Das gefällt mir. Das läuft dann also. Apropos laufen. Ich hätte genommen ein paar Fisherman's Friends hier. Da, 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 da. 34. Oh, ich baue den und den. Oh, warte kurz. Weg. Ich weiß nicht, ob die das ausgeht, aber ich hätte gerne die 34 einfach. So eine schöne Zahl. Ah, geht's. Nee, kannst vergessen. Sieht schön aus, aber habt doch weniger dadurch insgesamt, würde ich schätzen. Wo ist hier der Sweet Spot? Hier. Und jetzt, ach, hier ist auch noch ein bisschen Wasser. Kleiner Tümpel hier. 19 und 18. Ah, läuft. Top Sache.
Hier ist alles soweit dicht. Aber so langsam brauche ich aber auch definitiv meinen Blitzwunder, denn mein Energiehaushalt ist ganz schön im Keller gerade. Ist ja echt easy auf einmal hier, das gibt's ja gar nicht. Ich mir echt nicht vorgestellt, dass es so einfach ist, gegen die Mutanten zu kämpfen. Ich meine, ja, es ist eine Gruppe aus 40 Leuten und die meisten sind schon Veteranen und so weiter, aber trotzdem. Und die haben ja kaum Schaden genommen von dem Typen. Bin ich ein bisschen verblüfft. Das läuft doch. Nein. Perfekt. Geil wäre es ja, wenn hier jetzt... Nein, ist es nicht. Schluss wäre. Aber auch gut. Gratisstrom. Nehme ich natürlich auch sofort mit. Perfekt. Danke. Ja, da würde ich sagen, baue ich den hier hin. Das kann ich einigermaßen gut verteidigen. Kann ich eigentlich nicht. Hab hier und tot. Ich kann hier nicht absperren wegen der Goldader. Dann werde ich im Blitzturm das Wunder wohl doch hier unten. Ach, mal schon fertig. Doch hier so hinstellen. Reiß dich mal eben ab, ja. Ich muss eben testen, wie weit ich damit komme. Hat er im Blick, siehst du. Dann baue ich den da hin. Dann brauche ich das hier alles nicht haben. Dann kann ich das ja eigentlich alles einreißen. Und spare mir das entsprechend. So. Ja, alles drin. Gott. Läuft. Das kann dir da auch weg, oder? Moment. Ich kann kurz testen. Ja, der ist auch mit drin. Gut. Und auch der kann da noch weg. Dann bau mal das gute Stück. Da spare ich mir trotzdem eine ganze Menge an allen möglichen. Und hier ist halt sicherer als da oben, definitiv. Und so ein Wunder muss auch nicht zerstört werden, das ist mir dafür zu teuer. Das brauche ich nicht unbedingt. Aber wir brauchen. Holz aufbrauchen. Entwickelt euch weiter. Ein liebes, tolles Geräusch, liebes Geräusch. Wenn es in Maßen kommt. Building completed. Geht nicht, na toll. Wir wissen ja, manchmal kommt es so extrem oft und viel ist es doch wieder wie du ihn. Ah! Zwei Mutanten. Auch kaum ein Problem. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Wieder zwei Mutanten weniger. Einfach so aussehen getriggert und fertig aus. Und ich habe keinen verloren. Noch alle 41 Soldaten bei mir. Hab hier. Okay. Mega gut. Krass. Ich habe die echt völlig unterschätzt. Ich muss aber immer wieder sagen, die Kampagne im Spiel, die sind ja normal verstärkt. Gegenüber den normalen Soldateneinheiten in der Survival-Mission, dem Originalspiel, sind die Soldaten hier aber viel tougher. Ne? Darf man nicht vergessen. So. Aber trotzdem. Sau gut. Und ich habe mich nicht beschweren. Meine Bank hätte ich gern. Ah. Boah, ich arbeite dafür. Ne? Kommen gleich all die Arbeiter. Oh, Gold kommt auch rein. Komm, Tower, ich brauche hier... Naja, brauche nicht, aber ich hätte gerne wieder alles. Ist ja alles stillgelegt jetzt, solange das Ding nicht mit Strom versorgt ist. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ende. Geiles Teil. Ah, guck mal, ich habe glaube ich... Naja. Deine Punkte ist nicht drin. Ist nicht so schlimm. Damit kann ich leben. Ah, damit hätte wieder alles. Schick mir noch ein paar nach da, damit ich weiß, wer da... Ah, warte. Ihr beide, bitte. Ich habe ja zwischen mir ja zwei Kasernen. So. Dann wagen wir uns hier aber trotzdem... Langsam bis wir nach vorne. Ich will die auch nicht ausbauen, logischerweise. Und würde ja auch ganz gerne die Goldquelle angreifen hier. Also, abarbeiten. Denn Gold ist sehr gewollt von mir.
They are trying to break through. Sollen sie ruhig. Lass sie doch. Obwohl, ich könnte auch mich vielleicht inzwischen hinreißen lassen, sowas hinzustellen. Weißkram. Ich weiß, brauche. Ihr kennt das Prinzip. Und sicher. Das gleiche muss ja auch noch passieren irgendwann, aber muss jetzt nicht sofort sein. Und dann ist das auch sicher. Das wird auch noch sicher gemacht irgendwann, dann läuft das alles. So weit, so gut. Was haben wir noch? 10 Minuten bis um. Eieiei. Muss ich ein bisschen aufpassen hier. Energie ist da ohne Ende, so soll das sein. Ein bisschen ausbauen, das soll auch sein. Wir haben noch 2 Tage, sich gerade bis zur nächsten Welle. Könnten wir noch knapp schaffen. Vielleicht soll ich mich noch ein bisschen zurückziehen langsam. Und entsprechend für die Welle schon mal positionieren. Sie teilen sich auf und trotzdem locker aus wie die Gegner. So war's aber auch. Ach, wie ein Haus irgendwo. Boah, 2. Wird doch ein bisschen eng vielleicht hier, wenn sie von beiden Seiten kommen. Schauen wir mal. Ja, ich bin ein bisschen zurückziehen. Nein. Hier zu denen mit dran, bitte. Eine Front, liebe Leute. Siehste, so läuft das nämlich wieder. Wo kommen die alle her, die Harpien? Was soll das? Das zum Zurückziehen, so wird das natürlich nichts. So, das ist sicher. Oh, hier ist so viel Holz abarbeiten. Ich kann noch unglaublich viele Energievorkommen, Kraftwerke bauen, weil ich hier das ganze Holz habe, um dagegen zu steuern. Ach, siehst du. So viel Geld, ich weiß damit gar nicht anzufangen gerade. Ach, die Farm habe ich gar nicht gebaut. Na toll. Steine hätte ich gerne mehr. Toll. Das Öl fehlt. Hat die nicht schon eine Öl... Hat die nicht schon einen Auftrag gegeben? Ja, so. Hab ich vergessen. Na gut. 1, 2 und hier noch eine... Geht noch nicht. Ich brauche ja Öl für meine erweiterten Farmen und Steinbrüche, ne? Ist klar. Wissen wir alle. Schade. Nicht ganz funktioniert daneben. Irgendwas ist gerade blöd. Ich kann zwar hier dicht machen, wenn ich nach links baue, aber ich kann nach rechts nicht absichern. Das heißt, ich würde ganz gerne rechts was haben, was mir Sicherheit gibt. Und die 4 auf die Leute. Guckt mal, ob ich da einigermaßen rankomme, ja? Seid ihr so freundlich? Ich meine, vielleicht ist auch wieder ein Dead End und da ist einigermaßen sicher. Und ich glaube, es ist in knapp einem Tag, muss ich mich nicht mehr hier ausweiten. Das schaffe ich nicht mehr, was abzusichern dann. Und hier muss ein Durchlauf sein, weil ich weiß, die erste Welle kam ja von da. Und da ist auf jeden Fall gleich was zum Sichern. Hier oben könnte aber eventuell dicht sein. So lückig hier. Das wird nicht dicht. Und ein Haus. Oh, das ist, glaube ich, zu viel für euch. Das ist die falsche Armada hier dafür. Das haut nicht hin. Nee, das wird auf jeden Fall nichts werden. Vor der nächsten Welle. Commander? Die ist auch alles so stückelig. Was ist denn da los? Hat man auch nicht so oft auf den Karten. Was ist hier vor allem los? Da sammle ich 1000 Viecher gerade. Kommt mal zurück. Wie gesagt, das ist gerade nicht so sinnvoll vor der nächsten Welle. Das lohnt sich einfach nicht. Steine brauche ich noch ein paar. Naja, war ja klar. Ach, das Öl. Ja, alles gebaut. Das kommt nicht so schnell ran. Ich brauche 6000, oder? An Geld? Ja. Ja, eins durchgeklickt. Egal. So, da haben wir ihn. Den guten. Und den stillen. Ja, ich. Doch noch ein bisschen weiter. Ich dachte, er hat einen Radius weniger an Eckchen, aber nein. Doch nicht. Ich kann ja auch da reinstellen, da wäre auch ziemlich sicher, weil hier hätte ich ja mal den 70er, 77er Farmbereich. Hier oben wahrscheinlich nicht so unbedingt. Schwierig zu sagen. Ich baue es dahin. Komm. Wird jetzt so oder so nicht so dramatisch sein. Ich meine, hier wäre auch gut gewesen eigentlich. Das heißt, wäre, ich kann ja immer noch. Ist ja auch nicht finalisiert. Dann baue ich das hier hin, oder was? Guck mal, das, da nehmen wir gar keine Farm irgendwas weg. Da durchlaufen, hier ist sowieso mein... Ich
Machen bestimmt mal eine Doppelfront hin, dann kommt auch keiner mehr durch. Das läuft alles. Oh, apropos, da kommen schon die nächsten Gegner da unten. Ich könnte auch eigentlich so langsam mal die ein, zwei Verteidigungseinrichtungen dahin bauen. So langsam. Wenn jetzt hier ein bisschen Geld reinkommt. Ah, da, any orders? Delfin! Da war schon wieder ein Delfin, habe ich lange nicht gehört im Spiel. Aber es gibt Delfin. Ich weiß nicht, wo die herkommen sollen. Ich bin hier nicht an dem Ozean oder so. Wo kommen diese Delfingeräusche her? Ich habe keine Ahnung. Ganz kurz nochmal. Schwärme, Dörfer, infizierte Bevölkerung. Also ich muss kein Gold in einer gewissen Menge einsammeln oder sonst was. Just guide me to the infected. Das ist eine riesige Goldquelle, das ist auch relativ untypisch. All the way. Egal, bleib mal da stehen erstmal. Und so ein hin. So ein und... Es geht doch wieder. Hier vom Osten, also wieder von hier aus. Attention. Tja, das sollten wir auch relativ gut im Griff haben wieder. Aber... Ich sollte vielleicht mal diesen hier machen. Nicht hier. Das da. Den wäre vielleicht anzuraten, tatsächlich. Und ich könnte vielleicht noch... ein Steintürmchen bauen. Oder vielleicht auch zwei. Nee. Ach, doch, ich baue zwei hin, was soll's. Und dann noch ein paar Leute reinsetzen. Hat die einmal so ein Vorteilchen. Stirb nicht! Naja, wird sie nicht verhindern lassen. Na gut, die Welle machen wir noch und dann ist heute Ende im Gelände und dann heißt es 7 Days to Die. Yay! They are infecting our building. Ja, ich weiß. Sei ihnen gegönnt. Tada! Nach und ohne Ende. Yeah! Und vorne hin, bitte. Ja. Kann ich beide? Dahin. So. Ja, kommt doch hier, Zombies hier. Chancenlos seid ihr, sag ich euch. Attention. Building completed. Boah. Oh, ich will aber auf die Ewigkeiten hier. Zack, noch ein Turm. Nein! Nein, komm zurück! Komm zurück! Ach, du Idiot! Da ist keiner mehr. Waiting on orders. Rein mit euch, rein mit euch. Ready and waiting. Rein mit euch. Hallo, ich... Tell me. Reporting for duty. Just tell me what to do. Ja, genau, ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir noch gesagt. Idiot. Do you need me? Ein paar hier da reingehen. Sind die ja schon? Muss ja, weil der ist hinten ist der Schwarm eigentlich. Aber nulle Problemo. Wie zu erwarten war. Ich habe jetzt auch 1000 Leute hier stehen. Das läuft. Geld, 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 gib mir Geld. Komm, jetzt fertig, Turm, schnell. Ja, mal ein bisschen mitballern. Noch ein paar XP mitnehmen. Das war die Welle auch schon fast wieder. Meine Bevölkerung ist auch schon auf einem guten Weg. Ich glaube, ich mache das im nächsten Wochenende, am Sonntag auf jeden Fall fertig, die Karte. Ich glaube, in der ersten Hälfte schon. Andererseits, 70 Tage haben wir im Spiel. Wir sind erst bei Tag 28. Könnte vielleicht knapp werden, mal schauen. Nein, nicht ihr. Sind ihr hier. Hier meinte ich natürlich. So, Welle ist vorbei. Und... meine Armee, die jetzt inzwischen 48 Soldaten stark ist, sehr schön. Ist auch bereit. Ja, aber ich würde sagen, das war's dann, liebe Leute. Wir gehen über zum Stream von They Are Billions. Ich beende mein... Quatsch. 7 Days to Die. Ich beende meine Aufnahme. Ich sag schon mal auf die YouTube-User bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da wart. Kuri, toll, dass du da warst sowieso. Fatpirat, Varu und wie ihr alle heißt, ihr lieben Leute. Bis zum nächsten Mal bei They Are Billions. YouTube, Ende.